Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Sparmac-Talk. Der hat sich jetzt etwas gezogen durch den MWC Barcelona, aber dafür haben wir euch ja mit einigen anderen Videos versorgt. Wir sprechen heute über alles, was so in den letzten Wochen passiert ist und noch anstehen könnte. So was richtige greifbare Neuvorstellungen angeht, hält sich es ein bisschen in Grenzen. Dafür haben wir ganz, ganz Unser Tisch ist leer. Ja, noch ist er leer. Dafür haben wir ganz, ganz viele Gerüchte für euch. Wir starten jetzt mal mit einem kleinen Apple-Block, weil der Mann hier neben mir, wie sage ich das jetzt am besten, er zeigt schon seinen Unmut, wobei da kommen jetzt auch einige Themen, die dich interessieren jetzt würden, bin ich gespannt. Wo du einiges zu erzählen hast. Zum einen würde ich mal sagen, ganz, ganz frisch, WWDC wird stattfinden, also die Eröffnungs-Keynote am 10. Juni, wissen wir jetzt quasi seit gestern, da freuen wir uns drauf, oder? Wir werden da sein. Da stelle ich jetzt an dich die Frage, da werden wir natürlich wieder viel neue Software und so weiter sehen. Werden wir da auch neue iPad Pros sehen? Weil es gibt ja jetzt, ich glaube, jeder von euch hat es mitbekommen, diese ganzen Gerüchte, eigentlich hätte das neue iPad Pro schon Anfang März kommen sollen, passend zu den neuen Airs, ist nicht geschehen. Dann meinte Mark Gurman auf einmal, ich habe ja nie gesagt Anfang März, ich sage jetzt Ende März oder vielleicht auch im April. Gut, April, das haben wir dann auch nächste Woche. Aber ganz ehrlich so, mich würde es nicht wundern, wenn das bis Juni dauert. Was meinst du? Weil das wird doch passen. Du, das Schlimme ist, ich kenne, es staut sich bei mir im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis gerade so viele, die jetzt ein neues iPad wollen. Ja. Ich weiß, das ist komplett aufgespart. Irgendwie ja, viele. Aus vielen Richtungen kommt das jetzt. Ich bekomme die Frage auch irgendwie. Ich bin halt immer ein großer Fan von Mac Rumors, der ein Buyer's Guide, wo du siehst, wann da die letzten Dinge raus sind. Aber der ist schon überfällig. Ja, dann hast du einige iPad-Modelle, die sind jetzt seit 2 Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Andere sind schon seit 1,5 Jahren nicht mehr. Es wird echt mal wieder Zeit, auch wenn Apple bei den iPads eher relaxed ist und eigentlich wär's ja, haben sie es ja irgendwann den Zyklus weggeschoben von Anfang des Jahres. Was hin das zum angeht, hätten wir noch viel Weihnachtsgeschäft. Zeit. Deswegen, ich traue Apple bei den iPads, ich meine, die Zahlen waren ja sowieso nicht mehr so berauschend. Ich traue denen auch zu, das einfach noch bis zum September so zu spielen und dann einfach dann was zu bringen. Was ich mir halt denke, so ist in der Gerüchteküche ist ja für die Pros, ich rede jetzt nur von den Willst Pros. OLED? Ja genau, dass endlich OLED kommt, Displays sollen ein bisschen größer werden, 11 Zoll, 13 Zoll, die Dinger sollen 5 mm dünn werden, die sollen leichter werden, dünnere Displayränder bekommen, so ein spezielles Anti-Reflective Coating, wie wir es auch vom Studio-Display und so weiter kennen. Und da denke ich mir halt irgendwie, all das in der Pressemitteilung, also könnte natürlich sein, traue ich Ihnen auch zu. Ja, aber nein. Da denke ich mir halt so, WWDC wäre eigentlich so die perfekte Bühne, gerade wo Sie jetzt auch schon angekündigt haben, es wird ein In-Person-Event geben. Ist halt die Frage so. Also kann jetzt auch sein, dass die nächste Woche vorgestellt werden per Pressemitteilung. Aber mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, da gibt es eine größere Bühne für. Ich bin ja komplett bei dir. Wenn es wirklich auf OLED geht, wenn jetzt endlich so, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, verglichen mit dem, was Samsung baut, so, schon seit Jahren in Tablets. Hinterher, da muss jetzt was kommen. Wie hier immer abgehen, wenn wir da die Samsung-Tablets so dünn, so leicht und dann dieses geile Display. So was schreien wir bei den iPads, sind wir da noch nie so abgegangen. Ja. Das ist ja auch klar, dass Apple sowas auch bauen könnte, wenn sie nur mal wollen. Aber das werden sie, wenn auch, meiner Meinung nach, auf einer großen Bühne oder zumindest in so einem, und wenn es nur so ein US-Event ist, wo 20 Tag hören. Genau. Ne? Und dann ne, so, aber nicht als Pressemitteilung. Und dann, wie du sagst, wenn jetzt keine Einladung oder Ankündigung für ein Event kommt, was spontan angesetzt wird, aber bis Juni ist ja auch noch lange. Ne? Wenn das Video online geht, ist jetzt kurz vor April, dann sind das immer noch fast 2,5 Monate. Puh, klar, Apple hat keinen Stress, ne? Ob die Dinge jetzt rausbringen oder in 2,5 Monaten, die werden die gleichen Stückzahlen bis dahin Ende des Jahres verkaufen. Ah, ich glaube nicht, dass wir, also wenn jetzt... Schauen wir mal. Was es auf jeden Fall schon gab, sind neue MacBook Airs mit M3. Ich glaube, da können wir beide jetzt nicht so viel zu erzählen, oder? Also die Neuerungen halten sich ja auch in Grenzen. Ich wollte gerade, also da Anekdote eingeworfen. Nein, deswegen, weil du kriegst immer noch bei vielen Händlern da draußen die MacBook Airs mit dem M1. Mhm. Und dann kriegst du die inzwischen 256 GB für, ich glaube, 799 oder sowas. Neu, ne? Und dann, ob man da sowas heute noch kaufen kann. Ja, natürlich sind die neuen eher sexier und sehen geiler aus und sowas. Und auf dem Papier ist die Leistung auch nochmal geiler vom M3 im Vergleich zum M1. Aber wenn du für Alltagszeugs, Uni, irgendwas, selbst Videos schneiden auf unserem Dünnbrettbohrer-Niveau, und dann nehme ich ihn jetzt auch mal mit rein, wenn man auch ein bisschen mehr da werkelt, das reicht dicker aus und für den Preis irre. Also, Ja, insofern wird es spannend, also gerade so, wenn auch die Gerüchte stimmen, dass diese neuen iPad Pros nochmal teurer werden sollen, wie man das dann halt wirklich so rechtfertigen will. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Ansonsten gab es zu Apple in den letzten Wochen noch ein weiteres ganz, ganz großes Thema. Ja.
Was die wahrscheinlich schon, ich wollte gerade sagen, ja, Sideload. Ja, Sideload, genau. iOS 17.4. Danke. iOS ist jetzt endlich offen, man kann jetzt endlich alles installieren aus allen Quellen, zig App Stores. Jetzt ist es endlich so, wie ich immer will, oder? Nein, vor allem guckst du es dir an, wie lange ist jetzt iOS 17.4 raus und so richtig viel geändert für die meisten da draußen. Hat sich der Bass ist so ausgeblieben, oder? Apple hat das ja auf Abstand gehalten. Ne? Wenn du dann mal mit hinter den Kulissen da oder sowas die Infos dann zusammensammelst, da konnten viele von den Entwicklern, die ja sowas machen sollen, Fortnite, also Epic, die hatten ja dann erstmal ihren kompletten Zugang nochmal gesperrt, so im letzten Mittelfinger zeigt so von Apple, ist jetzt aber, die haben ja schon angekündigt, sie werden sowas bringen, wo es wenig Begeisterung gab anscheinend von den anderen Großen. Ich meine, Google, Amazon, vielleicht auch Meta, die hätten ja hingehen können und direkt eigene App-Stores da rausbringen können. Dann gibt es ja nicht nur Europa und da will man sich natürlich gesamtwirtschaftlich gesehen auch nicht mit Apple verscherzen. Ja, das heißt, diese große Ankündigung, jetzt gibt es alternative Apple-Stores oder App-Stores, das ist irgendwie, das kommt, mal gucken. Ne, die Möglichkeit ist da, aber dann guckt man sich auch wieder das Vergütungsmodell an von Apple. Das ist ja so richtig, da musst du ja schon wirklich auf Konfrontationskurs mit Apple sein, um das wirklich zu nutzen. Oder dann wirklich sagen, ja, diesen 1% und den Mehraufwand, der lohnt sich wirklich für mich, um das zu fahren. Es ist, ich will nicht sagen, so ein Pyrrhos-Sieg. Ne? Jetzt ist es da in Europa und man könnte, und jetzt werden sie in den USA wahrscheinlich auf absehbare Zeit dazu auch gezwungen. Ne? Gut, da haben sie noch andere Probleme. Ja. Aber so richtig nett wie bei, ich sag mal, in der Android-Welt ist es nicht. Ich meine, guck mal jedes Mal, wenn wir mit den Huawei-Geräten da sind, ne, dann holen wir den Aurora App, den Store. Aber ich stelle mir halt so die Frage bei all dieser Nummer. Also ich verstehe natürlich, woher das Bestreben der EU kommt. Und das ist ja auch richtig so, weil Apple hat ja ein Monopol und nutzt es natürlich auch gnadenlos aus. Aber sowas von. Aber so für mich als Nutzer, ich habe jetzt nichts, wo ich mir irgendwie denke, was ich vermissen würde. Nein. Also früher gab es ja diesen Cydia Store bei den gejailbreakten iPhones. Da war ja wirklich ein Mehrwert drin, weißt du so. Aber da gab es ja, das gibt es jetzt alles endlich ja auch. Mal teure Apps ohne zu bezahlen nutzen. Das natürlich. Das meine ich nicht. Das glaube ich weiß auch jeder, der hier noch aus diesen Zeiten kommt. Du musst dich davon jetzt distanzieren. Nee, wirklich nicht. Also da gab es ganz andere Nummern. Allein diese Themes, was da wirklich, aber das geht ja mittlerweile alles, sage ich jetzt mal, on stock so. Also wieso? Das, die Frage stelle ich mir so. Und deshalb glaube ich, gibt es ja auch aktuell noch nichts so, weil die sich halt auch alle noch die Frage stellen, welchen Mehrwert sollen wir liefern? Ich glaube, für viele da draußen, das ist das, was viele da draußen, wo Apple dick Kohle mit verdient hat, war halt das Verbieten, dass ich App-Nutzern verbiete, darauf hinzuweisen, In-App-Käufer an Apple vorbei oder von der Webseite zu sagen, um dann zu sagen, klar, wenn ich hier mein Spotify oder mein Amazon Prime, Netflix, was auch immer, Abo abschließe, dann kostet mich das in der App, 12, 13, 14 Euro. Und wenn ich es beim Hersteller oder Anbieter direkt mache, sind es 10 Euro. Da will ich nicht wissen, wie viele Leute das, auch weil sie es nicht wussten oder was auch immer, dann diesen 3, 4, 5 Euro im Monat mehr zahlen für Apple, anstatt es beim Hersteller direkt zu machen. Ja, glaube ich auch. Ich verstehe natürlich auch den Komfortgedanken und die Sicherheit, die Apple da immer den Leuten sagt. Aber dann gucke ich mir Windows-Laptops oder auch von mir aus auch Mac OS. Ne? Ich kann auch auf jedem Mac einfach meine Sachen drauf installieren. Ne? Der App Store kam ja viel später und hat er ja nie diese Bedeutung bekommen wie beim iOS, auf einem iPhone, wo du halt einfach keine andere Wahl hattest. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, sowas auf dem Smartphone ohne eine App, die alles verwaltet, zu installieren, ist auch umständlicher als auf einem PC. Also meiner Meinung nach zumindest auf einem Desktop-Betriebssystem. Du, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Ich sag jetzt mal wir machen ja auch beide, was soll man sagen, Familien- und Bekanntenbetreuung, ohne da jetzt genau Namen zu nennen. Ja. Aber letztens hatte dann doch lustigerweise nach der Corona-Pandemie erst keine Namen, aber jemand hatte ein Zoom-Meeting. Also nur zum Zuhören, noch nicht mal zum Reden. Und dann mit einem Windows-Rechner und dann übers Telefon und es war ein Graus, ich glaube eine halbe Stunde und sowas, bis mir dann erst einfiel, sag mal, du willst doch da gar nichts machen oder am Rechner sitzen, du willst dann noch ein bisschen eigentlich zuhören und sowas. Weißt du was? Schnapp dir dein iPhone, lad dir Zoom da und die Sache war in 3 Minuten gegessen, auch mit telefonischer Betreuung, aber auf dem Windows, klar, für die Unbegabten. Jeder, der das hier gerade guckt, der kann das. Also gar keine Frage. Aber ich hab ja immer die Hoffnung oder gehe davon aus, ein zu großer Teil unserer Zuschauer sitzen im gleichen Boot wie wir. Das heißt, wenn die Noobs dann kommen, dann helfen wir natürlich. Aber jeder kennt diesen Telefonsupport. Ne? Und dann stehst du da und kannst nichts machen. Noch nicht mal mit TeamViewer groß eingreifen. Warum auch? Ja, wir auch. Aha. TeamViewer. Ja, aber sowas halt. Ja. Ne?
Und dann stehst du dann drauf und sagst, gehst, drück, installier, es ist installiert, ohne noch zu finden, oh Gott, wo hat der das jetzt runtergeladen und wie und was? Es hat auch seine Vorteile, muss man auch sagen, ja. Ja, gut, das glaube ich, kennst du tatsächlich. Dürfen die meisten kennen. So, jetzt weg von unserem Apple-Blog hin zu unserem kleinen Android-Blog. Da gab es in den letzten Wochen, also es kommt jetzt dann in Zukunft, kommen ein paar interessante Geräte in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter. Da dürfen wir leider noch nichts zu sagen. Aber es gab auch eine interessante Neuvorstellung, die wir beide leider noch nicht in der Hand hatten, aber wir können euch schon mal ein bisschen erzählen. Asus Zenfone 11 Ultra. Es ist etwas kompliziert, weil man möchte ja meinen, das ist jetzt quasi das neue Zenfone, also der Nachfolger vom Zenfone 10, dieses schöne handliche Ding. Das ist das 11 Ultra jetzt aber nicht mehr. Das ist eher so eine abgespeckte Version vom ROG-Phone, würde ich jetzt mal sagen, vom aktuellen, ohne diese ganzen Gaming-Features, aber ohne mit diese einem ganzen Tasten, aber mit einem Gaming-Modus. 6,78 Zoll OLED-Display, Snapdragon 8 Gen 3, Kamera-Setup ist das gleiche wie beim ROG-Phone. Ich glaube, es ist der IMX 870er, ich bin mir nicht gerade ganz, nicht, also es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Upgrade im Vergleich zum Zenfone 10, jetzt auch mit Triple-Kamera, mit dreifachem Zoom, 5500 mAh starker Akku, glaube ich, ja, 60 Watt Fast Charging, ja, klingt alles gar nicht schlecht, wieder Arbeitsspeicher zum Noch und Nöcher, aber ich stelle mir halt gerade so echt die Frage, wieso, also braucht es das jetzt wirklich neben dem ROG-Phone, hätte es da nicht viel mehr Sinn gemacht, wieder ein schönes handliches. Zenfone 11, aber so habe ich Asus verstanden, kommt. Könnte ja noch kommen, genau. Die lassen sich die Hintertür da offen, noch was zu bringen, aber es ist diese Fassung. All die Zeit, Asus war sowieso Nischentipp und seit Jahren sitzen wir und loben eigentlich Asus dafür, dass sie einen eigenen Kopf haben, piep auf die anderen und wir machen einfach mal, weil da ist noch die Ingenieure wirklich was basteln können. Aber man muss sich ja nur die letzten Jahre angucken, wofür wurde Asus gelobt bei den Zenfones, dass sie als einer der wenigen nochmal kleine 5,8 Zoll handliche, wie auch immer, kleine Dinger rausbringen. Und was machen sie jetzt? Haben sowieso schon die großen ROG-Geräte. Es gab ja die ganze Zeit die Gerüchte, ob die ROG-Phones einfach die Zenfones werden und Zenfones eingestellt werden. Nee, jetzt wissen wir das auch. Aber sie sind sich sehr ähnlich und dann hast du auf einmal nicht mehr so etwas kleines Handliches, sondern 6,78 Zoll großen Klopper, der auch noch schwer geworden ist. Ich hatte es auch noch nicht in der Hand, aber wenn du dir die Specs anguckst, weißt du einfach, das ist ein Oschi. Und dann kommt Asus noch um die Ecke, wo wir bei anderen Herstellern schon langsam überlegen, 4 Jahre OS-Updates, 5 Jahre Android-Updates, kann man das noch als neutral bewerten oder ist das schon negativ? Und dann hauen die dafür 2- und 3-Jahre-Updates raus und du stehst da und denkst, warum? Das sind so viele Sachen, die mich da einfach, wo ich will nicht sagen, vor den Kopf gestoßen bin, aber wo ich mir denke, sie machen es komplett anders, aber dann doch wieder zu Mainstream, um wieder aus der Menge hervorzustehen. Schön formuliert. Ne? Also es ist im Endeffekt genau das Gleiche, was alle anderen machen. Und dann stehst du ganz zu Recht da und denkst dir, warum soll ich mir da jetzt einen Asus kaufen? Ja. Was war das? Einstiegspreis, ein Tausender? Ne? Und selbst der, wir haben gerade eben noch mal geguckt und selbst den zahlst du schon nicht mehr für die Basisversion, sondern jetzt schon 900, bevor das Gerät überhaupt auf dem Markt ist. Ne? Und es ist, ich weiß es nicht. Also ich würde da gerne mal bei Asus wissen, was da die Produktstrategie ist, was sie so, ne? Also aber ich reg mich halt, ich reg mich schon wieder auf, ich habe Puls, ich werde ganz pink. Aber du hast gerade schon eine gute Überleitung geliefert, das pink. Thema mit den Updates. Also Android 15, wieso soll ich dazu sagen? Was ist es zu ignorieren? Wunderschönes Trikot, unsere Mannschaft hat gestern super gespielt. Deswegen habe ich es an, weil ich gestern noch beim Holland-Spiel war. Also weißt du, wieder mit Holland. Nein, Kommentar zu dem Thema. Ich habe überhaupt kein Problem mit Farben. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und ich finde auch Pink bei Männern überhaupt kein Problem. Aber dieses Trikot, es gefällt mir. Also diese Zusammenmischung, vor allem dieser blaue Übergang da unten. Das ist doch super. Hallo, guck mal hier hinter unsere. Genau. Sieht das aus. Ich wollte schon die ganze Zeit, lag's mir auf der Zunge. Wenn ich mich auf den Kopf stelle und hinten in die Ecke gehe, dann seht ihr mich gar nicht mehr. Dann bin ich perfekt getarnt. Ich finde nicht schön. Ich wünsche mir ein Nike-Trikot. Hör auf, ein Trigema-Sponsor. Ja. Das hätte ich cool gefunden. Ja, aber ich glaube, das... Wollen wir die Trikot-Diskussion führen? Nee. Warum denn nicht? 100 Millionen? Und da hat ihr das nur 50. Wir führen jetzt die Android 15-Diskussion. Google I.O. am 14. Mai. Genau, 14. Mai und dann werden wir Android 15 sehen, oder? Ja, wobei kann man sich jetzt ja schon ersten Sachen da angucken. Das ist dieses lustige, leicht dreieckige Logo mit der Rakete, ne? Auch mit mehreren Farben zusammen. So richtig viel kann man damit noch nicht machen. Das ist erste für die ganz, ganz, ganz frühen Entwickler, die damit jetzt schon mal ein bisschen rumspielen wollen. Aber ich meine, es sind anderthalb Monate dann bis zur Entwicklerkonferenz, dann wird man wieder mehr sehen und auch wir fragen uns, was könnte noch vorgestellt werden? Natürlich wird das große AI. Sehen wir ein Pixel AI, Fold 2? Gemini. Ja, natürlich ganz viel AI. Und sehen wir ein Pixel Fold 2? Ein Pixel 8a. Genau.
Entschuldigung, sehen wir ein neues Pixel-Tablet. Nee, das wären auch so meine Themen gewesen. Sehen wir ein neues Pixel-Tablet, sehen wir ein Pixel. Ach, bitte nicht. Ist es schon soweit mit einem Fold 2? Ich bin gespannt. Ich glaube nicht. Wenn ich Glaskugel raten müsste mit dem Stand jetzt, wir werden weder ein Tablet noch ein Fold 2 sehen. Nicht. Einfach nur Pixel 8a und ganz viel AI. Pixel 8a, ganz viel AI. Und dann halt schon mal ein Ausblick auf das Ende des Jahres Pixel 9er. Genau, und was wir sehen könnten, neue Pixel Buds vielleicht. Jo. Pro 2er. Ja. Oder so eine günstigere Alternative. Sie haben jetzt Fitbit wieder umbenannt. Ne, was war es vorher? Fitbit bei Google und jetzt heißt es Google Fitbit? Ja, frag mich nicht. Das, glaube ich, weiß keiner. Da wird bestimmt wieder mehr Health, Überlebens- und sonst was Features kommen. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten hast du noch was dir auf... Microsoft hat die Surface, auch mein Jahresrhythmuskalender. Aber was haben sie jetzt gemacht? Haben erstmal Surface Pro 6, also das Ansteckding-Tablet und dann mit der labrigen Tastatur dazu. Und den Surface, nee, das war das Surface Pro 10 und den Surface Laptop 6, so rum war es, vorgestellt. Das hat sich außen nicht wirklich viel getan. Natürlich haben die jetzt auch die Intel Ultra-Prozessoren unter die Haube, haben eine eigene Cockpit-Taste bekommen. Ja, Cockpit, Oh, der war... Den habe ich nicht kommen sehen. Du hast es aber so schön formuliert, ich bitte dich. Wir können ja mal Wetten abschließen, ob es in 2 Jahren noch Cockpit gibt. Nein, ob es wirklich auch Cockpit noch eine Taste geben wird, so wie Microsoft das jetzt macht, ob diese AI-Integration über Cockpit ein Thema bleiben wird oder ob das wie viele andere Sachen einfach von Microsoft wieder verschwinden wird. Letzteres. Ja, ich glaube auch. Bin mir ziemlich sicher. Es wird so, ich glaube gerade bei Microsoft, wenn Microsoft sich ein Thema aussucht, auf das sie sich als erster volle Möhre stürzen, hast du eigentlich eine richtig gute Chance, dass das in 2 Jahren einfach sich erledigt hat. Ja, ja. Ne, dass es entweder andere machen und Microsoft keinen Bock mehr drauf hat oder dass sie es komplett vergeigen. Sorry, also es ist so. Aber wenn ich jetzt zu geilen Surface-Hardware sage, zumindest bei den Pros, bei den Laptops wurde ich ja nie richtig warm, die haben übrigens, glaube ich, nochmal zusätzlichen USB-Anschluss und den Kartenleser zurück, die wurden jetzt in den USA for Business vorgestellt. Noch gar nicht für die Endkonsumenten. Gut, vielleicht hat es sich jetzt inzwischen geändert. Aber bei uns wirbt Microsoft immer noch mit den Vorgängerversionen. Hat da, glaube ich, auch in Deutschland noch nicht mal eine Pressemitteilung, nichts zu verkünden. Und in den USA nur so auf kleinem Dienstweg, wir machen halt das jährliche Surface-Update, was mich ja freut. Und sie haben endlich den Nachfolger bekannt gegeben für Panos Panay, der zu Amazon rüber gewechselt ist. Ich habe den Namen aber vergessen. Ich frage mich nicht. Mal gucken. Also irgendwie, erster Eindruck ist eher so, mal gucken. Also es geht wahrscheinlich eher in die Richtung AI in allen Produkten. Warten wir mal ab. Aber wir haben leider keinen Surface Phone 2 gesehen. Noch nicht. Das war das eben, was mich so getriggert hatte, weil wir ein Pixel Fold 2 sehen. Und bei Microsoft, die ja eigentlich auch mal so ambitioniert waren, aber die haben das Projekt ja anscheinend komplett eingestellt. Das ist eingestellt und da kommt auch nichts mehr. Aber was von uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch kommt, sind ganz, ganz viele Tests. Ihr seht ja schon, wir haben hier jetzt wieder Drehtermin. Oh, ja. Nur kleiner Spoiler für euch, Xiaomi 14, Honor Magic 6 Pro, Nothing Phone 2A, das nehmen wir jetzt dann gleich alles auf und wir werden auch über die neue A-Reihe sprechen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir hoffen, diese kleine Übersicht hier über alles, was die letzten Wochen anstand und jetzt bald hoffentlich anstehen könnte, hat euch gefallen. Wieder Schläge. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wann ihr mit den neuen iPad Pros rechnet. Kannst du das rauspiepen? Nö, das lasse ich natürlich wieder voll auf. Vollkommen zurecht, weil zumindest das A55 hat das nicht verdient. So viel kann ich schon mal spoilern. Wenn es günstiger gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.